unserer Erde leben schätzungsweise 14 Millionen Arten in den verschiedensten Ökosystemen zusammen. Dieser unermessliche Reichtum nennt sich Biodiversität oder auch biologische Vielfalt. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Aber warum ist sie so wichtig für uns und warum ist sie in Gefahr? Die biologische Vielfalt umfasst drei Aspekte. Die Artenvielfalt gibt an, wie viele verschiedene Arten auf der ganzen Welt leben. Die genetische Vielfalt beschreibt, wie vielfältig der Genpool einer Art ist und damit auch, wie widerstandsfähig diese ist. Und schließlich gibt es die Vielfalt der Ökosysteme. Meere, Wiesen und Wälder, sie alle zählen dazu. Jeder Zentimeter unserer Erde ist Lebensraum für verschiedene Organismen, die in einem komplexen Netzwerk miteinander verbunden sind. Damit sich Ökosysteme an Veränderungen und Bedrohungen wie die Erderhitzung oder neue Krankheitserreger anpassen können, benötigen sie einen hohen Grad an biologischer Vielfalt. Doch genau diese ist durch menschliche Aktivitäten wie Lebensraumzerstörung, Vermüllung und steigende CO2-Emissionen bedroht. Der unwiederbringliche Verlust von Arten und ganzen Ökosystemen hat ein solches Tempo angenommen, dass WissenschaftlerInnen mittlerweile vom sechsten großen Artensterben sprechen. Deswegen müssen wir jetzt handeln und unsere Lebensgrundlage schützen. Die nächste Bundesregierung muss die Naturkrise konsequent anpacken. Gib deine Stimme für Klima und Natur.